Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Dragonest. So, wir gehen wieder die normalen Dungeons. Yo, geht weiter. Also, okay, dann gehen wir mal wieder ganz normal. Können wir jetzt wieder ganz normal questen sogar. Das ist mir, naja, so 50-50 sogar lieber etwas, weil, wie soll ich sagen, ich will endlich auf Level 80 kommen, muss ich sagen. Irgendwann, da hat man dann doch schon mal das Interesse und die Lust, endlich dann auch Captain zu sein. Und ja, hat auf jeden Fall ja sowieso schon relativ lange gedauert und ist ja doch dann im Grunde genommen ja doch auch schon ein sehr, sehr langes Projekt, was hier auf jeden Fall auch auf meinem Kanal hier ja im Grunde genommen auch läuft. Und ich habe hier, ein paar Questen hier, warum auch immer. So, ich habe echt keine Ahnung, warum die Questen hier sind. Ah, das Geräusch des Hundes. Achso, da sind noch die Questen. Ah, okay, läuft. Also, dann müssen wir mal hier schnell nochmal den Warp betätigen. Warp-Antrieb aktiviert! Irgendwie, keine Ahnung. Hier, da hat er keinen Warp. Ah, oh, das waren die Statuen jetzt gewesen, ne? Ah, oh, hier, da. Früher waren das NPCs gewesen, glaube ich, noch im alten himmlischen Hafen. Dann kann ich mich nicht mehr... Das habe ich auch schon mitbekommen, den alten himmlischen Hafen. Hier, königliches Schloss, komm. Die paar Meter kann ich auch noch gehen, bevor ich mir den Rest dann noch zusammensuchen muss hier. Sinnloserweise. Naja... guys, is it legal to buy AC for gold? Kann ich ja so beantworten schon mal? Nein. Das ist in jedem Spiel verboten eigentlich im Grunde genommen. Machen tut es aber trotzdem jeder. Mit Madeline ein Gespräch anfangen. Okay. Wo ist Madeline? Hier ist Madeline. Okay. So, warte mal, hier. Ich schreibe ihm schon mal was. Bekommen... mal den YouTube-Channel von Goofy Cat raus. Hat er sie mir nicht verraten? Okay, gut. So, und dann soll es mir auf jeden Fall mal schreiben. Ja, wie gesagt, dauert ja sowieso Ewigkeiten, bis die Folgen hier online sind. Und, mal schauen. Werden recht spät veröffentlicht diese Folgen. Ups. So, okay. So, wie gesagt, ich habe ja hier sowieso noch ein paar Questen habe ich ja noch und naja. Gut. Musst dann übrigens an einer Umfrage noch Teilnehmen. Schick sie dir nach der Aufnahme. Ja, die Umfrage kommt leider auch zu spät raus. Das ist auch richtig tadet irgendwie. Bisschen doof. Ja, aber naja. Was soll's. Von daher könnt ihr auf jeden Fall da nochmal ein bisschen abstimmen, bitte. Und ja, wie gesagt, ich habe da eigentlich in der Folge dazu eigentlich sowieso schon alles gesagt. Und ja, da brauche ich jetzt hier dazu nicht mehr allzu viel zu sagen. Aber ich werde immer mal wieder auch in den nächsten Folgen immer mal wieder versuchen, das mal mit anzuschneiden, definitiv. Und dann schauen wir mal. Ja. Achso, oh, lol. Eine DC, oder? DC, ja, sieht fast so aus, ne? Würde ich sagen, ein Ad der Auge des irgendwas, ne? Aber warte mal, ich kann das ja nicht, warum schreibe ich das in Gruppe, Leute? Ja, warte mal, ich löse mal die Gruppe kurz auf hier. Weil mir das irgendwie so gerade jetzt nicht so wirklich irgendwie was bringt. Und ich muss kurz mal meinen, eieiei, lol. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt oder ob das nur ich gehört habe. Ich muss nämlich mal mein Headset nämlich mal anschließen an ein Kabel. Das ist dann der Nachteil am kabellosen Headset, dass man doch immer mal
das ganze Headset mal, ja, wie soll man sagen, mal aufladen muss. Und ich mache in letzter Zeit wirklich relativ viele Sachen noch nur so nebenbei. Entschuldigt bitte. Ich stelle irgendwie ein bisschen am Audio ein. Ah, das mache ich mega krass eigentlich. Ja, sonst eigentlich fast nie gemacht, ne? Aber so mal ein bisschen was trinken. Hier zum Beispiel, ne? Einfach mal kurz aus der Puddel was trinken. Hier. Dann sage ich einfach mal Prost, ne? Ne, ich sag's mal so, wenn die, ich soll mal sagen, wenn man gehört eigentlich ja zum Let's Play eigentlich hier trotzdem noch mit dazu. Es sollte nicht überhand nehmen, das mag ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Wenn man jetzt sich irgendwelche Videos anschaut, zum Beispiel, dann, keine Ahnung, und keine Ahnung, gerade bei der jüngeren Zielgruppe von YouTube ist das ja teilweise auch der Fall. Keine Ahnung, die gehen dann rein, knuspern dann hier ein bisschen rum, fressen dann rum oder sonst irgendwas, oder auch in irgendwelchen TS-Aufnahmen hört man das dann. Aber das kann ich halt zum Beispiel überhaupt nicht leiden. Wenn das halt zum Beispiel so dann halt die Auswirkungen hat. Aber wenn es halt so zwischendrin halt mal ist, naja gut, ja, warum nicht, ne? Also ich sag's mal so, da ich ja sowieso Fan von Statistiken bin, schaue ich mir natürlich auch an, wie die Leute meine Videos in welchem Intervall halt anschauen. Also beziehungsweise, wo sie die Videos anschauen. Er hat gerade scheinbar einen Disconnect. Und naja. Oh, warte mal, oh, hier, Dark4X hier, den habe ich ja auch noch mit dabei am Start. Hi! So, gucken wir mal, vielleicht hilft er mir ja auch mal ein bisschen hier. Kann er ja mal, ja komm. Helf mir! So, zack. Ups. So, ups und runter. Oh, ich habe wieder irgendwie was, einen Bonus oder beziehungsweise einen Erfolg abgeschlossen hier. Wow. So, zack. Bep. Und, ja, na gut, die Ulti war sinnlos jetzt, aber, naja. Die Ulti immer. Vor allem, ich drück die halt, ne? Und du kannst die halt auch irgendwie nicht abbrechen, ne? Und du siehst einfach nur, oh nein, fuck, läuft der Cooldown wieder drauf und ah, das ist richtig doof. Naja, egal. Nice Beast müsste wahrscheinlich gleich wieder zurückkommen, schätze ich mal. Wenn nicht, ja gut, dann ist es halt so, ne? Also, aber ich denke schon, dass er jetzt innerhalb der nächsten 2 oder 3 Minuten auf jeden Fall gleich wieder mit am Start sein wird. Und ja, gehen einfach mal hier rein. Nochmal und dann schauen wir mal. Wie gesagt, heute ist großer Aufnahmetag bei mir. Ich bin nämlich relativ spät am Abend auf jeden Fall auf. Und ja, weil ich halt unbedingt ganz gerne das nur schaffen möchte, dass ich ja Dragoness so weit vorproduziert bekomme. Game gecrashed, ja gut. Ja, dachte ich mir schon. Yo, dachte ich mir schon. Hä? Achso, oh, scheiße. Also PNP, achso, oh, lol. Schon wieder off, oder was? Nee, der ist noch da eigentlich. Okay. Slash W nice Beast. Ah, jetzt, okay. Dachte ich mir schon bin. Hey! Achso. Hä? WTF. Vor allem habe ich mich da mega verschrieben. Gleich kannst. Ah ja, okay. Jo. Wenn ich jetzt hier ist. Ja, jetzt schreibe ich hier nice Beast. Jo, grad Dungeon. Moment. So. So, wie gesagt, ich beeile mich hier. Und dann geht's hier da auf jeden Fall auch gleich wieder weiter. Ich hoffe, euch gefallen die Folgen, das beziehungsweise was heißt gefallen die Folgen? Ist auch ein bisschen rummere hergeschreibt so auf jeden Fall. Gerade. Weil, ja, keine Ahnung, aus bestimmten Gründen ist kein Teamspeak vorhanden, beziehungsweise wahrscheinlich besitze ich auch nicht einfach nicht die Reichweite, um Leute mit Teamspeak zu haben. Aber wobei, wir hatten ja auch schon mal eine Aufnahme mit Teamspeak gemacht, also so ist es ja dann auf jeden Fall auch nicht. Ich mag es auch teilweise, manchmal mag ich es auch lieber, dass ich hier einfach so ein bisschen so vor mich her quatsche. Ich weiß nicht, das habe ich noch nicht ganz so hinbekommen, dass ich dann, wie soll ich sagen, mich auch im Teamspeak, dass ich dann halt einfach erzählen kann, halt so gesehen. Und, ja, das habe ich leider noch nicht so besonders drauf. Da muss man selber ehrlich sein und auch seine Schwächen selbst eingestehen.
Aber ich muss sagen, das Let's Playen an sich hat mir schon ein Stück weit auch vielleicht real-life-mäßig auch ein Stück weit auf jeden Fall weitergeholfen. War jetzt zum Beispiel so, keine Ahnung, bei so Vorträgen oder so im Allgemeinen oder bei, ja, wie soll man sagen, macht das eigentlich mittlerweile auch sogar sehr, sehr gerne sogar, muss ich so sagen, so Vorträge oder sowas in die Richtung, jetzt Schule oder sowas in die Richtung, also ich mach das wirklich, ohne Scheiß, ich mach das wirklich relativ gerne und ich erzähle da auch gerne mittlerweile und stelle mich da auch ganz relativ gerne vor so einem Menschen, ich bin zwar immer noch ein bisschen aufgeregt eigentlich, aber nicht mehr ganz so wie oft, also nicht mehr ganz so krass, wie das früher eigentlich gewesen ist, also früher hat man, ich weiß nicht, wenn ihr euch noch vielleicht an eure Schulzeit erinnern könnt, keine Ahnung, wenn ihr dann vielleicht, ich weiß nicht, ob es das bundesweit gibt, Schulunterricht natürlich, ja. Aber Musikunterricht zum Beispiel, ne? Also ich habe das mega krass gehasst, immer irgendwie so ein Lied vorzusagen. Gut, das würde ich immer noch hassen, weil ich halt absolut nicht singen kann mit meinem Goldkehlchen. Nee, aber dafür ist halt, keine Ahnung, meine Stimme ist einfach nicht geeignet, um zu singen. Wobei ich auch aber auch damit dazu sagen muss, dass, ja, wie soll man sagen? Ja, es ist alles Training halt ein Stück weit. Das heißt, selbst wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen Gesangstrainer hätte und ich unbedingt singen will und der Gesangstrainer, der macht das ordentlich, dann müsste der eigentlich auch aus meiner Stimme was Vernünftiges rausbekommen. Und ja gut, manche Leute sind da vielleicht mit einem besseren Talent gesegnet, bei manchen muss ja ein bisschen was nachgeholfen werden. Ja, so ist das halt, ne? Ist auch nicht besonders schwer, das Ganze. So, Dungeon abgeschlossen, besorge bitte für genügend Platz. Okay, das mache ich. So, A1 mit 52%, okay, damit kann ich auf jeden Fall leben. Also, beziehungsweise, wir haben jetzt 42%, natürlich, klar. Ich habe nur gerade nicht gewusst, was ich erzählen soll, weil immer diese Phase, das nervt mich auch hier, muss ich sagen, ey. Dass man hier Ewigkeiten gebraucht, um das... diesen Belohnungsbildschirm halt wegzulegen, der dauert fast eine halbe Minute und dann hockst du da drin und dann freust du dich, dass du irgendwelchen Crap bekommst, ja, wow, geil. Das ist natürlich richtig toll. Oh, lol. Lol. Da hinten ist Meriende. Mit der muss ich reden, stimmt, ja, wir machen ja sowieso gerade noch ein bisschen die Story-Quest. Die letzten Teile ja so gesehen. Dann wird es wahrscheinlich dann auf 79 dann nochmal weitergehen, schätze ich mal. So, da kommt schon. Oh, das ist schon wieder ein mega langer Übersetzungstext. Beziehungsweise mega lang. Achso, okay. Oh, ist es Zeit an sich zu verabschieden? Ah, ich verschwinde nun. Aber mach dir keine Sorgen, dass du aus der Zukunft kommst und beweist, dass wir... Das wird ihm Hoffnung geben. Ich werde sicherstellen, dass er es bekommt. Auf Wiedersehen. Angreifer, glaube ich. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht so schnell lesen. Und, also nicht so schnell vorlesen. Lesen könnte man es wahrscheinlich noch, aber wie gesagt, vorlesen ist nicht so wirklich drin. Tuanu Arendelle, jo, jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder raus. Wir gehen zur Stadt, damit ich Nice Beast wieder einladen kann. Und dann beende ich hier mal die Folge. Ich bedanke mich hier schon mal im Ladescreen fürs Einschalten. Lasst ein Feedback da, am besten ein positives. Das wäre natürlich cool. Und bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.